Hallo alle zusammen. Heute mal mit einem anderen Thema, nämlich mit diesem Ford Escort Diesel, den ich vor wenigen Tagen für einen Bekannten abgeholt habe. Der Wagen läuft leider zurzeit noch nicht. Oder besser gesagt nicht mehr. Es wäre aber ganz nett, wenn zumindest der Motor laufen würde, dass wir ihn auf eigener Kraft mal hin und her bewegen könnten. Das möchte ich jetzt heute mal probieren, ob ich den Motor wieder zum Laufen bekomme. Hier ist nun das gute Stück. Wie ihr seht, handelt es sich um einen der seltenen Kombis. Die hat man früher schon recht selten gesehen. Und heutzutage sind die natürlich noch seltener. Was auch ein Grund war, warum wir diesen Wagen in diesem exklusiven Zustand überhaupt geholt haben. Mal sehen, hat leichte Rostansätze. Auch die Schweller. Da sollte mal etwas Rostschutz drauf. Ein bisschen Farbe drauf pinseln. Ihr kennt das ja. Innenraum, geräumig und groß. Auch auf dieser Seite erste Rostansätze. Auch hier wieder rechtzeitig für Rostschutz sorgen. Das kann ja böse. Also das könnte hier schon Probleme beim TÜV geben. Hier ja, auch mit einer seltenen Zweifarblackierung. Innen rot, außen beige, weiß. Weiß es nicht. Auch nochmal hier der Innenraum. Luxus vom Feinsten, im besten Erhaltungszustand. Luxus, ein Schiebedach. So. Dann machen wir nochmal den Motor hier auf. Um mal zu gucken, was sich da unten verbirgt. Wunderschöner Diesel. Sieht doch eigentlich ganz nett aus. Hier liegen ein paar Kabel rum, keine Ahnung, wo die hingehören. Aber so im Großen und Ganzen scheint alles das Wichtige da zu sein. Jetzt klemmen wir doch einfach mal die Batterie an und gucken nach, ob er läuft. Der Vorbesitzer hat gemeint, der von dem Erdenwagen wiederum hatte, hat gesagt, der Motor läuft. Aber er zieht keinen Sprit aus dem Tank, aber mit einem Kanister direkt angeschlossen würde es funktionieren. Schauen wir noch mal, ob das funktioniert. Ich habe jetzt schon mal die Batterie hier professionell angeschlossen. Die fehlenden Batterieklemmen wurden durch gleichwertigen Ersatz ersetzt. Jetzt schauen wir doch einfach mal, was passiert, wenn ich den Schlüssel drehe. Erstmal gucken, kein Gang drinnen. Hier tut sich schon mal gar nichts. Das ist schon mal interessant. So, wir haben schon mal keinen Strom. Toll. Finden wir mal raus, wieso. Ich muss mich jetzt kurz mal mit dem Stromlaufbahn des Fahrzeuges beschäftigen, um rauszufinden, wo grob welcher Stecker wieder hingehört. Und zumindest habe ich jetzt wieder Strom. Und das Beste ist, wenn ich jetzt in Schlüssel drehe, dann dreht er auch. Wir haben schon mal hier keine Vorglühanzeige und nichts, also gehe ich mal davon aus, dass er nicht vorglüht. So, dann gucken wir noch einfach mal, ob er irgendwo raus Sprit zieht. Erstmal hier von dieser so. Einen Kanister mit Diesel. Perfekt. Ich helfe jetzt auch noch mal etwas Bremsenreiniger nach, damit der Motor schon mal etwas damit er zünden kann, weil ich glaube, die Vorglühanlage funktioniert nicht.
Von daher ist es, glaube ich, ganz von Vorteil, wenn sich durch den Zündversuch über den Bremsenreiniger schon mal die Drehzahl etwas erhöht. Aber bevor ich das reinsprühe, lasse ich jetzt erstmal so kurz ein wenig orgeln, damit der Sprit zieht. Gucken, was passiert. Okay, jetzt mal etwas Bremsenreiniger. Und noch einmal. Er versucht. Warum kommt er denn nicht? Doch mal reinsetzen und den Gas geben. Er will ja. Aber er will nicht. Natürlich, ob der überhaupt Sprit zieht. So, wie läuft jetzt unser Treibstoff? Der geht hier rein, geht hier runter, direkt auf den Fall auf die Verteiler-Einspritzpumpe. Kann natürlich sein, dass hier noch ein Haufen Luft in den Leitungen ist. Jetzt machen wir die einfach mal hier etwas auf, lösen die mal etwas, um zu sehen, ob hier Sprit überhaupt irgendwo kommt. So, gucken wir doch mal, was passiert. Und wir sehen,
sehen wir nichts. Hier müsste eigentlich was kommen. Jetzt machen wir da oben noch mal auf, um zu schauen. Beziehungsweise wir machen das jetzt mal anders. Hier war doch diese Handpumpe dazwischen. Sogar funktioniert. Also es kommt Sprit aus dem Tank, wie ich jetzt hier gerade mal nur sehr langsam. Aber aus dem Kanister kommt auch nichts. Und hier kommt auch nichts an. Ich versuche jetzt nochmal zu starten, ob hier doch noch was kommt. Sehen, sind wir hier trocken. Jetzt mache ich erstmal diesen Spritfilter hier mit Diesel voll. Den, dann noch die Leitung mit Diesel füllen. Und die passt da natürlich nicht drauf. Die Entlüftungsschraube aufmachen. So, wo ist jetzt eigentlich mein? Das ist einfach kurz noch mal wegen Orgeln und ob jetzt Sprit vorne ankommt. Ah, ein bisschen Sprit kommt hier. Hier ist zumindest etwas feucht. Weiß da nicht, warum man die ganze Zeit zündet. Das ist der ganze Bremsenreiniger.
Ein bisschen Sprit kommt, aber nicht so viel. Kommt einfach kein Sprit aus der Leitung. Die sind alle trocken. Gar nichts. Der ist voll. Würde hier Sprit kommen, das heißt, er zieht überhaupt keinen Sprit. Oder das Abschaltventil mal überbrücken. Nachdem ich am Anfang kein Glück hatte und kein Sprit kam, habe ich jetzt mal das komplette Spritsystem hier entlüftet. Überall alle Leitungen aufgemacht, überall geguckt, dass überall Sprit drin ist. Die Pumpe hier oben am Rücklauf aufgemacht, voll Sprit gemacht. Und jetzt hatte ich ihn schon mal kurz am Laufen auf 2 Zylinder. Da ist er gelaufen. Mal gucken, ob er auch auf 4 läuft. Schon mal gut an. Jetzt mal das hier kurz alles wieder auf Original zurückbauen. Gucken, ob der darüber auch läuft. Hatte ich hier damit leider nicht ganz so viel Erfolg, wie ich mir erhofft hatte. Aber immerhin, der Motor scheint zu laufen, nur die Spritversorgung scheint ein gewaltiges Problem zu haben. Läuft halt nicht immer so, wie man will. Aber jetzt gerade habe ich im Moment nicht genug Zeit, mich weiter um diese Karre zu kümmern. Also wird es bestimmt bald einen Teil 2 davon geben. Die Geschichte hat doch noch ein gutes Ende.
totgesagte Leben länger. Nachdem ich gestern zu früh aufgegeben habe, habe ich es heute Morgen nochmal probiert. Und tatsächlich, man glaubt es kaum, Karre springt an. Man sieht, der Edel-Escort fährt. Es war diesmal ein bisschen ein Kampf, aber die Karre fährt. Mal sehen, wohin das hier noch alles fährt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. This is the journey ahead. If you want to see more of my videos about Africa and old cars, please subscribe to my channel.